Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr hier steht am Brunnen vom Europapark, dann habt ihr es fast geschafft und die erste Hürde genommen, den Europapark zu besuchen. Damit bei eurem nächsten oder beziehungsweise Erstbesuch vom Europapark aber auch wirklich so gar nichts schief gehen kann, zeige ich euch in diesem Video viele wertvolle Tipps und Tricks, wie ihr den Tag effizient nutzen könnt. Doch ganz von vorne. Eure Reise in den Europapark beginnt eigentlich schon viel, viel früher und zwar bei euch zu Hause. Denn für einen Besuch im Europapark müssen einige Vorbereitungen schon bei euch zu Hause getroffen werden, die euch den Besuch um einiges erleichtern können. Seit Corona ist es notwendig, die Tickets unter europapark.de im Ticketshop online im Vorfeld zu kaufen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, sich auch Tickets wieder vor Ort an den Kasse zu kaufen. Das ist allerdings 6 Euro teurer und wenn ihr Pech habt, zahlt ihr in der Hauptsaison 68 Euro Tageseintritt statt online zwischen 55 und 62 Euro. Ihr geht also in den Ticketshop, wählt zwischen einem Tagesticket und einem Zweitagesticket aus, reserviert dann den Besuchstag. Achtung, dieser ist verbindlich und kann im Nachhinein nur bedingt bzw. eigentlich gar nicht mehr geändert werden und geht dann in den Warenkorb und kauft die Tickets mit eurem MagOne-Account. Dieser MagOne-Account ist quasi der Europapark-Account, der euch auch nachher noch ziemlich wichtig werden kann. Dann geht es weiter, nehmt ein Smartphone und ladet im App Store oder im Play Store die Europapark und Rolandica App runter. Auch diese App kann euch den Besuch deutlich erleichtern und wird nachher noch wichtig, wenn es um einen weiteren Tipp geht. Deswegen auf gar keinen Fall vergesse und wenn ihr kein Datenvolumen verplempern wollt, dann ladet die App auf jeden Fall schon im heimischen WLAN-Netzwerk runter. Zu guter Letzt empfiehlt es sich noch, denn da switchen wir gleich rüber, die Route zu checken. Wie lange braucht man ungefähr von eurem Wohnort aus in den Europapark? Denn eines kann ich euch jetzt schon sagen, es lohnt sich früh da zu sein. So, ich glaube jetzt sind alle Vorbereitungen zu Hause getroffen und wir switchen jetzt rüber und zwar genau in den Europapark. Auch wenn der Trend heutzutage immer mehr in Richtung Bus und Bahn geht, so reisen die meisten Europapark-Besucher und Besucherinnen immer noch mit dem Auto an. Und euer Tag im Europapark beginnt dann genau hier auf dem Besucherparkplatz. Hier könnt ihr für 8 Euro am Tag euer Auto abstellen und wenn ihr früh dran seid, öffnet der Parkplatz schon um 8 Uhr morgens. Der Vorteil, ihr könnt mit dem Auto weit vorne parken und spart euch sowohl morgens als auch abends den langen Fußmarsch bis nach hinten in die letztere Reihe vom Parkplatz. Es gibt auch die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung weiter vorne zu parken und neuerdings seit diesem Jahr auch für E-Autos Ladesäule, die auf dem Parkplatz installiert wurde. Weiterhin könnt ihr für 22 Euro online und auch für 27 Euro vor Ort direkt neben dem Haupteingang das reservierte Parken nutzen. Da spart ihr euch einen Fußweg und auch etwas Zeit. Wenn euer Auto steht, dann habt ihr es fast geschafft und ihr könnt euch auf den Weg in Richtung Haupteingang vom Europapark machen. Es empfiehlt sich aber noch ein Parkticket, entweder über die App oder direkt kontaktlos beim Ausfahren mit einer Kreditkarte, Apple Pay oder was auch immer zu bezahlen. Denn abends beim Rausgehen steht ihr meistens ziemlich lang an den Parkplatz-Ticketautomaten an. Nachdem ihr jetzt ein oder mehrere Stunden im Auto verbracht habt, geht es jetzt vor allem so weiter und zwar zu Fuß. Der Europapark ist sehr groß und deswegen empfiehlt sich, bequemes Schuhwerk anzuziehen. Also auf gar keinen Fall mit Flipflops den Tag verbringen. Jetzt ist soweit. Hier hinter mir seht ihr den Haupteingang vom Europapark und da ihr ja heute Morgen schon recht früh dran seid, habt ihr auch einen kleinen Zeitvorteil gegenüber anderen Gästen, die vielleicht auch ausgeschlafen haben. Der vordere Teil des Europaparks öffnet bereits um 8.30 Uhr. Das heißt, ihr könnt um 8.30 Uhr schon Attraktionen wie das Voletarium, Piccolo Mondo im italienischen Themenbereich, aber auch Volo da Vinci und das Geisterschloss nutzen. Und wenn ihr es geschickt anstellt, so habt ihr vor 9 Uhr vor der eigentlichen Parköffnung schon 4 Attraktionen geschafft. Im italienischen Themenbereich gibt es dann insgesamt 3 Staupunkte, wo die Besucher für den weiteren Parkbesuch aufgehalten werden. Und zwar einmal zwischen Piccolo Mondo und der Station von Volo da Vinci, zwischen Volo da Vinci und dem Fotostudio bzw. der italienischen Bühne und zwischen dem Geisterschloss und dem Europapark Teatro. Es empfiehlt sich, das sage ich aber gleich nochmal, sich nicht da anzustellen, wo die größte Menschentraube ist, sondern eher da, wo weniger Leute sind. Dazu aber gleich mehr. Ein kleiner weiterer Zugangspunkt befindet sich noch auf Höhe des Bayerisch-Badischen Biergartens. Da stehe morgens erfahrungsgemäß auch als nicht allzu viele Leute. Aber Moment, bevor es jetzt wirklich um 9 Uhr losgeht und ihr in den restlichen Europapark dürft, empfiehlt es sich noch, Virtual Line einzuscannen. Was ist Virtual Line?
Da wird eure Europa-Park-App wieder relevant. Ihr könnt eure Eintrittstickets unter dem Reiter Virtual Line in eurem Profil in der Europa-Park-App einscannen und könnt dann ab 9 Uhr mit begrenztem Kontingent kostenlos Tickets ziehen für verschiedene Attraktionen, zum Beispiel Blue Fire, Modan, Eurosat, Euromir, Arthur und Piraten Batavia. Die Kontingente sind begrenzt, werden aber über einen Tag hinweg immer wieder neu freigeschaltet und so könnt ihr eine Attraktion innerhalb eines festbestimmten Zeitraums ohne Wartezeit nutzen. Um 9 Uhr öffnen dann die von mir vorhin beschriebenen Zugänge in den restlichen Europapark und bei vielen von euch wird sich jetzt die Frage auftun, was machen wir zuerst? Eins vorweg, rennt, es werden alle anderen Besucher auch tun. Wenn ihr einen guten Zugang wollt zum Europapark, dann wählt am besten den noch gesperrten Zugang zwischen dem Geisterschloss und dem Europapark Teatro, den ich auch vorhin schon beschrieben habe. Dort werdet ihr selten von einer großen Menschentraube aufgehalten. Viele Besucher und Besucherinnen werden sich dann schnellstens auf den Weg zu den ersten zwei Großattraktionen machen, und zwar zum Eurosat Kankan Coaster und zum Silverstar. Wenn ihr eine von diesen beiden Attraktionen fahren möchtet, dann wählt vor allem den Eurosat Kankan Coaster aus, denn der Silverstar, der hat vor allem über den Mittag geringere Wartezeiten, als es morgens der Fall ist. Gleichzeitig müsst ihr um 9 auch gucken, dass ihr in irgendeine Virtual Line reinkommt. Die ersten Zeiträume werden um 9 Uhr freigeschaltet und das heißt, dass ihr da auch schon die Attraktionen auswählen könnt. Mein Tipp, wählt vor allem Blue Fire oder Wodan Timber Coaster aus. Man kann immer nur eine Attraktion auswählen. Das sind beide Achterbahnen mit einer immer durchgehend hohen Wartezeit. Ihr seid aber jetzt im vorderen Parkteil und je nach Geschmack empfiehlt es sich, auch die kleine Achterbahn im vorderen Parkteil mitzunehmen. Die ersten 30 bis 45 Minuten nach Parköffnung habt ihr zum Beispiel bei der Wilde Maus Matterhorn Blitz, bei dem Youngstar Coaster Pegasus, bei der Wasserachterbahn Poseidon, bei der, wie ich finde, sehr schmerzhaften Achterbahn Euromir oder auch bei der Schweizer Bobbahn Chance, diese Attraktionen ohne große Wartezeit zu fahren. Wenn ihr jetzt gut durchgekommen seid, dann habt ihr den Morgen im Europapark wirklich effizient genutzt und seid wahrscheinlich schon mit einiger Achterbahnen gefahren. Jetzt dürfte langsam aber sicher so 11 bis 11.30 Uhr sein, das heißt Zeit fürs Mittagessen. Nicht wundern, warum so früh, aber ihr seid ja heute Morgen wahrscheinlich schon sehr früh aufgestanden und dementsprechend solltet ihr auch relativ bei Zeit im Europapark Mittagessen. Viele Restaurants öffnen zwischen 11 und 11.30 Uhr und zu dieser Zeit empfehle ich euch auch, essen zu gehen, wenn ihr lange Schlange vermeiden möchtet. Es gibt im Europapark ein unglaublich großes Gastronomieangebot, das von Fastfood bis hin zu Tischbedienungsrestaurants geht. Ich würde euch empfehlen, lieber 2-3 Euro mehr in die Hand zu nehmen und in ein besseres Restaurant zu gehen, wie viel Geld für, wie ich finde, nicht ganz so geiles Fastfood auszugeben. Einer meiner absoluten Favoriten ist hier hinter mir das Restaurant Spices. Da gibt es momentan indische Küche, manchmal gibt es aber auch orientalisch und afrikanisch und wie ich finde, mit einer schönen Atmosphäre und sehr preiswert. Also wirklich ein kleiner Tipp hier im Europapark. Nach eurem frühen Mittagessen habt ihr jetzt einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu den anderen Besuchern im Europapark. Während die jetzt langsam aber sicher die Gastronomie im Freizeitpark stürme, könnt ihr die Mittagszeit nutzen, um Attraktionen mit einer geringeren Wartezeit zu fahren. Besonders an der Achterbahn merkt man das, denn da gehe die Wartezeit über die Mittagszeit mal gute 10, wenn nicht sogar 15 Minuten nach unten. Ich möchte euch jetzt auch noch ein paar Highlights im Europapark zeigen, die neben diese ganze Achterbahn und Großattraktionen vielleicht manchmal gerne untergehen. Kommt mit auf einen kleinen Rundgang und ich zeige euch versteckte Highlights im Europapark. Im Themenbereich Island gibt es nicht nur Wodan und Blue Fire zu erleben, sondern auch Whale Adventures. Eigentlich ursprünglich als Splash Battle von Mack Rides konzipiert, hat man die Attraktion im Jahr 2015 nochmal relativ aufwendig umgestaltet. Viele nennen es ein kastriertes Splash Battle, weil man sich seither nicht mehr so extrem nass machen kann. Trotzdem, wie ich finde, aber eine echt schöne Attraktion, die auch kaum Wartezeit an heiße Tage hat. Also auf jeden Fall mitnehmen, wenn man im EP ist. Hier im spanischen Themenbereich gibt es die Columbus Jolle. Das ist ein überdachter Flat Ride von Mack Rides, der relativ rasant ist und spätestens seit dem Jahr 2015 hier im Europapark echt nicht verpasst werden sollte. Die Attraktion wurde damals um interaktive Elemente ergänzt sozusagen und seither kann man mit denen kleine Steuerräder, die sich in jedem Boot befinden, die Fahrtrichtung bestimmen. Macht ziemlich viel Spaß und wie ich finde, sollte man die Attraktion hier im Park nicht verpassen.
Ganz unscheinbar gelegen in einem Gebäude im Themenbereich Irland befindet sich ein kleiner Flatride und zwar das Dancing Dinghy. Eine Attraktion, die gerne übersehen wird, die aber extrem viel Spaß macht, weil sie eine coole Musik von Imascore hat und allgemein, wie ich finde, eine recht rasante Fahrt bietet. In dem Gebäude geht es so thematisch ein bisschen um die Rettungsbootfabrik der Titanic, die offensichtlich sehr gute Arbeit geleistet hat damals. Seit dem Jahr 2018 kann man hier hinter mir auf der umgestalteten Attraktion Jim Knopf Reise durch Lummerland, das ist eine kleine Themenfahrt von Mack Rides, in kleinen Lokomotive durch die Insel Lummerland fahren und fährt vorbei an, wie ich finde, echt schön gestaltete Szene rund um die bekannte Jim Knopf Bücher von Michael Ende. Seit dem Ende der 1980er Jahre kann man hier im Themenbereich Holland mit Piraten Batavia in See stechen. Die Urversion des Dark Rides wurde 2018 bei einem Großbrand vollständig zerstört und in den 2 Jahren nach dem Großbrand wieder aufgebaut. Seither kann man die Attraktion mit einer neuen Storyline erleben und mit dem Piraten Van Robbemond und seinem Fischotterbegleiter Jopi in See stechen. Natürlich dürfen im Europapark auch Wasserattraktionen nicht fehlen. Und eine der größten Wasserattraktionen im Europapark ist das Fjord Rafting. Eine Raftinganlage vom Hersteller Intamin, die sich relativ großer Beliebtheit erfreut und für eine echt gute Erfrischung im Sommer sorgt. Achtung, die Wartezeit an dieser Attraktion könne stelleweise die 50-Minuten-Grenze knacken. Hier im Themenbereich Skandinavien gibt es eine Attraktion, die immer mal gerne übersehen wird, die aber, wie ich finde, ein echt verstecktes Highlight ist. Hier geht's rein in den Dark Ride Snorri Touren, ein ziemlich kleiner Dark Ride, der unterhalb des skandinavischen Dorfes verläuft, der aber mit einer echt schönen Thematisierung und einer multimediale Gestaltung aufwarten kann. Hier im französischen Themenbereich geht es nicht nur auf dem Silverstar hoch hinaus, sondern auch auf der Attraktion hinter mir, und zwar dem Eurotower. Das ist ein 75 Meter hoher Aussichtsturm von der Firma Intamin, wo man einen echt tollen Blick über den Europapark, aber auch über die restliche oberrheinische Tiefebene hat. Nach diesen ganzen Attraktionen, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet, geht der Tag im Europapark wahrscheinlich schneller vorbei als eine Fahrt Silverstar. Das ist aber nicht so schlimm, denn je nach Antrag verlängert der Europapark seine Öffnungszeit auch manchmal nach hinten raus. Offizielle Parköffnung ist ja immer von 9 Uhr bis 18 Uhr. An volle Tage, vor allem in den Ferien, aber auch Wochenends, kann schon mal vorkommen, dass der Park bis 20 Uhr, 19 oder 19.30 Uhr geöffnet hat. Und das heißt auch, ihr könnt euch bis zu dieser Uhrzeit an den Attraktionen anstellen und mit dieser Attraktion dann auch noch fahre, egal ob das dann nach 19.30 Uhr oder auch nach 20 Uhr ist. Da, wo eure Reise in den Europapark begonnen hat, endet sie auch abends wieder, und zwar hier auf dem Besucherparkplatz. Ich hoffe, euch hat das Video mit den unzähligen Tipps und Tricks für den Erstbesuch im Europapark gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass bei eurem nächsten Besuch groß nichts mehr schief gehen kann. Aber eine Sache fällt auch mir am Ende des Tages immer wieder als langjähriger Europaparkbesucher auf. Wo steht mein Auto? Jetzt, wo ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt, wisst ihr auch einen ganz wichtigen Tipp noch. Vergesst niemals am Morgen, wo ihr euer Auto stehe habt. Das könnte zu einer ziemlich lästigen Suche nach Parkschluss werden. Ganz allgemein muss ich am Ende nochmal sagen, dass viele der gezeigten Tipps sich jetzt auf die normale Hauptsaison beziehen. Das heißt auch dann, wenn relativ viel los ist und der Park regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat. Während der Wintersaison und während Hello Winters sieht das Ganze nochmal anders aus. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnte ich ja vielleicht auch diese Version in der Wintersaison und vielleicht auch eine Version für Rolandica machen. Von mir war es das jetzt und bis dahin bleibt dran. Ciao.